Okay, nochmal, ich stell wieder schlecht da. Morgen, so wie ihr sehen konntet, haben wir herrlich ruhige Nacht gehabt und jetzt auch schön gefrühstückt. So wie wir letzte Woche geändert sind, so startet die neue Woche mit schönes Wetter. Es ist noch voll Sommer hier und das genießen wir auch. Die kurze Hose habe ich schon an und jetzt fahren wir weiter wieder Richtung Süden der Insel, weil, ihr würdet schon erwarten, da der Wind und Welle am besten sind. Und wie üblich folgen wir die Wettervorhersagen. Ja, also, schönen Start in die neue Woche. Wir sehen uns da. Und hier steht noch ein und macht Abwasch. Eine. Und ist direkt dabei, die Frühstückssachen zu spülen. Ja. Du bist immer schön fleischig, ne? Flässig direkt. Na, nicht immer, aber... besser, wenn das so eintrocknet, so Müsli-Scherchen, dann hat man doppelte Arbeit. Ja, schön. Also sehr gut. Also ich habe Sie gerade einen schönen Start in die Woche gewünscht. Super, von mir auch. Gute Start in die Woche. Ja, und dann sehen wir uns im Süden der Insel wieder. Hier stehen wir dann in Kia und Kate ist gerade dabei, ihr Foil aufzubauen.
Guten Morgen, Kate. Morgen. Morgen. Hi. Bist du gut ausgeruht? Ja. Ich spüre so ein bisschen meine Muskeln, aber fühlt sich gut an. Ja, aber gestern war schon ordentlich Action, ne, auf dem Wasser. Ja. Ja. Einiges los auch noch. Ja, es war richtig einiges los. Es sind noch einige Urlauber hier, ja. Hauptsächlich Deutsche. Und aber vor allem war das hier, glaube ich, auch jetzt der einzige Spot, der irgendwie so ging auf der Insel. Macht auch was aus. Das macht wahrscheinlich auch. Und es ist echt traumhaft schön. Man sieht es hinter uns auch direkt mit so Bergen, schöne Sandstrand. Mhm. Schon richtig gut, ja. Das Einzige, was wir gesagt haben, hier der Nachteil, der Boden hier, es ist ja nur Dreck, Sand. Ja, also, zu viel Sand, so ganz feiner Sand, ja, am Strand. Und das Material, man kriegt es nicht sandfrei eingepackt irgendwie. Nee. Man muss da vorne einmal hinlegt. Ja, normal gibt es oft irgendwie ein kleines Stück Wiese irgendwo oder Asphalt, wo wir dann den Wing und das Board direkt vom Wasser hin da hinlegen können zum Trocknen und schön abbauen, aber nee, das gibt es hier nicht. Nee. Aber was es jetzt gibt, ist nochmal ein bisschen Wind, zumindest für mich. Es ist kein klein wenig und hoffentlich genug für Kate mit der großen Wing, große Flügel und schau mal, ob es reicht. Ja. Also viel Spaß hier. Okay. I've been seeking for the glory, say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room, walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody, I always feel so lonely when the day is through. I'm in the spotlight, 9 a.m. to midnight. I want somebody to hold my hand. Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I used to spend time with all my friends, but who's gonna like me if I'm not there? Cause I got my head in the clouds, but I'm getting really scared of heights. I try to get everyone to see me. I play my games. But I just end up looking like a showcase. I have myself to blame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down, down. Cause I ain't got nobody. So lonely when the day is through. I'm in the spotlight, not home till midnight. I want somebody to hold my hand. Es ist Nacht, Kate ist zurück vom Wasser. Ne, es ist Abend, sorry. Es ist Abend, Kate ist zurück vom Wasser. Und wir essen gerade. Herrliche Kost hier, so Orso mit herrliche Sahnesoße und ein paar Gemüsen. Und da sitzt sie, die Kochin, und genießt ihr Essen. Wie war es wegen? Schön, aber es hätte was mehr Wind sein dürfen. Ja, es war echt arbeiten, ne? Richtig wenig Wind, aber es war trotzdem. Und am Ende musste ich lang schwimmen. Da war ich so auf Höhe von diesem Felsen, der da in der Mitte raussteckt. Und dann kam ich nicht mehr aufs Board. Dann war ich eigentlich schon fast an Land, wieder so zurückgetuckert und ein bisschen geschwommen. Und dann kam wieder was mehr Wind. Dann dachte ich, oh, jetzt probiere ich es nochmal. Ich hatte keine Lust am Strand alles hochzulaufen. Hat im Endeffekt nicht gereicht. Es hat nur gereicht, dass ich wieder draußen war, bis hinten auf Felsen und wieder alles rein tuckern, schwimmen musste. Ja, aber es war nett. Ja, schön. Okay, dann lassen wir dir jetzt gemütlich Abendessen und dann kann ich mich auch am Abendessen begeben und dann schönen Abend dir. Danke. Thank you.
gesehen habt, wir stehen auf einem richtig herrlichen Plätzchen. Heute ist gar kein Wind, deshalb haben wir einfach ein schönes Plätzchen angefahren, wo wir schön baden können und schön stehen können. Es ist so herrlich hier. Ja, ruhig. Ja. Und ich muss dich bedanken, weil du hast gerade meine Haare geschnitten. Ja, es Man ist wieder kurz. Es ist schön kurz. Aber ich habe schon gesehen, an einer Stelle muss ich nochmal nachbessern. Kurz eine Strähne abschneiden, die zu lang raushängt. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Oder du. Ich. Genau. Es ist so ein Luxus, dass du dir das traut und auch einfach macht, meine Haare zu schneiden. Das ist praktisch. Praktisch auch, aber auch ganz lieb und nett. Und du machst das auch super. Also du hast danke. Talent. Danke. Ja. Macht auch Spaß, muss ich sagen. Ja. Das habe ich vorhin gesagt, es wäre auch praktisch, wenn mir jemand ein bisschen meine Haare schneiden könnte, weil die Spitzen sind sehr, sehr trocken. Aber brutal blond geworden. Sorry, ja, dass ich störe, aber echt blond. Und blond. Also, normal bin ich ja echt auch relativ dunkel, aber naja, bei mir wartet es dann einfach mit dem Haarschnitt, bis wir wieder zu Hause sind. Wir kommen gerade zurück von einer Wellenreitsession mal wieder. Wir sind in Villa Simius und haben die Wellen aufgesucht oder zumindest das, was es hier abzugreifen gab, weil es gerade nicht so einfach ist auf Sardinien, um die Wellen zu finden. War richtig schön, hat Spaß gemacht, zumindest mir. Wie war es bei dir? Ich habe meinen Mund noch voll. Okay, mach mal leer. Mit schon Kringel. Kringel, hier typisch italienisch. Die sind richtig lecker, also Kringel mit Anis. Echt lecker. Bei mir war es so lala, weil ich war so voll, aber ich habe meinen großen Flügel, Frontwing, die das auftrieb, die habe ich gebrochen, letztes Mal. Beim Surfrollen. Deswegen hatte ich jetzt eigentlich nicht mein Surfroll, sondern das, was ich benutze zum Wingen, und die ist deutlich kleiner, gibt viel weniger Auftrieb und dann ist es umso schwieriger irgendwie auf die Welle zu kommen. Und die Welle hat gar nicht so viel Kraft und ich lag ziemlich voll im Wasser, deswegen all mit all war es ziemlich schwierig, aber du warst da, ich war da, wir waren im Wasser, es war schön. Und jetzt arbeite ich ein bisschen mehr. Mit Oliven und Kringeln. Bierchen gibt es leider keins. Das ist alle. Man muss auch mal einen Tag ohne auskommen. Ja, locker. Probiere ich. Heute war sowieso ein richtig ereignisreicher Tag. Wir waren schon in Cagliari. Wir kamen eh von der Ecke und waren im Photoshop. Ja. Weil unsere Kamera. Muss mir das erzählen, weil ich stehe wieder schlecht da. Ja, aber es kommt halt. Ja. Wir können nicht mehr filmen mit unserer großen Kamera. Und es kommt, weil ich die Memory Card falsch rum im Kamera gesteckt habe. Ja, einfach. Ohne dass ich es gemerkt habe und einfach durchgedrückt habe. Und jetzt ist der SD-Karten-Slot. Nee, ja, die auch. Die auch. Nicht so schlimm, die kann man kaufen. Beide sind kaputt. Der Slot und der Memory Card. Ja, der Memory Card ist ja nicht so schlimm, kann man einfach kaufen. Aber der Slot und die in dem Shop heute, die können das nicht reparieren. Die meinen auch, in ganz Italien gibt es nur einen der Kamera Repair Service. Genau, und das ist im Norden von Italien. Ja, jetzt wissen wir nicht so ganz, was machen. Damit haben wir eben gerade vom Land auf Aufnahmen gemacht, Bilder auch vom Wasser, weil wir da ein größeres Objektiv hatten und auch Videos von auf dem Wasser. Ja. Und auch die Wing-Tutorials. Da haben wir ein Mikrofon zugekauft. Jetzt können wir unser Mikrofon nicht mehr benutzen und keine Tutorials mehr aufnehmen. Es tut mir so leid. Nee, es tut mir echt leid. Das ist echt blöd. Oh ja, ist richtig ärgerlich. Aber es ist jetzt passiert. Wenn ihr uns einen Tipp habt vielleicht, ob ihr wisst, ob man das, ich habe schon gesehen, man kann diese Slots auch einzeln kaufen und selber austauschen, aber vielleicht habt ihr Erfahrung, ist es einfach zu machen oder lieber echt ein Experte, was ich glaube, ich denke, ist besser. Aber teilt mal eure Erfahrungen, ob ihr euch da auskennt und gebt uns gerne Hilfe. Ja. Drück mal. Ja, weil wir wollten keine, die haben uns schon eine angeboten, eine andere kaufen, aber wir wollen jetzt nicht so viel Geld ausgeben, wenn wir eigentlich eine haben. Ja. Ja, genau, so ist die Lage bei uns. Ich hoffe, bei euch ist die Lage gut. Und genau. Ich hätte gesagt, nächste Woche gibt es wieder viel neue Ereignisse. Wir erzählen es noch nicht, ihr seht es nächste Woche, wenn ihr wieder dabei seid. Und ja. Bis dahin würde ich mal sagen, ciao, Dag, Dag.
Dui Dui.